This is the epical and very holy curry sausage. PS, das heißt Currywurst. Oh, lecker. Das ist eine Currywurst? Ja, wo ist denn die Soße? Geheimer Eingang. Heute studieren wir eine Currywurst. Hey, Freunde, willkommen zu einer Runde Jump World. Wir spielen die Karate Gomme Style, gebaut von Sturmfalke. Und ich grüße Sachter, Jonathan, Marius und Benedikt. Alles klar. Bitte spiele die Map gesamt. Es war sehr viel Arbeit. Und es gibt noch ein abgehobenes Quiz über Lieblingsessen. Okay, ein abgehobenes Quiz über Lieblingsessen. Oh, sleep my little baby. Das sieht ja schön aus. So, gucken wir mal. Wir springen mal hier runter. Ich bin gerade übrigens derjenige, der wie wild auf die Post wartet, da ich morgen zur Minecon fliege. Ich glaube, das Video, also wenn das Video hier rauskommt, bin ich wahrscheinlich gerade schon auf der Minecon. Ich möchte auf jeden Fall probieren, von dort direkt ein paar G-Logs rauszuhauen. Das heißt, die Videoaufnahmen, die ich dort sammle vor Ort, euch natürlich als Video verpackt, als G-Log verpackt, von dort aus hochzuladen, damit ihr immer up to date seid. Ich weiß jetzt noch nicht im Vorhinein, ob das klappt. Ich habe es mir vorgenommen, aber ne, das ist ja oftmals so, wenn man so in Urlaub fliegt oder so, dass man jetzt schnell einen Leiter MLG, ja, dass man dann irgendetwas vergisst oder irgendwas schief läuft. Meinetwegen, das WLAN ist richtig schlecht oder keine Ahnung, was da halt so passieren kann. WLAN ist richtig schlecht oder was kann auch passieren? Hier ist rein gar nichts. Guck, sowas kann passieren, dass dann da rein gar nichts ist oder das Laptop kaputt geht. Hey, auf dem Schild stand, hier ist nichts. Dafür musst du in der Hölle schmoren. Oh nee. Oh nee, nicht die Hölle, nicht schon wieder. RIP, hier ruht Gomme, der im Stich gelassene. Oh nee. Schnell weiter lieber. So. Oh Gott. Meine Güte, ich hoffe die ganze Zeit, dass die Post hier klingelt, denn ich brauche unbedingt noch für den langen Flug so ein Schlafpolster. Das ist einfach mega angenehm. Und ich brauche noch eine neue Festplatte, die ich dann da mitnehme. So eine SSD, wo ich doch noch ein paar Sachen, die ich hier vorbereitet habe, raufspiele. Und naja, na gut, du hast vielleicht dies hier geschafft, aber ich komme wieder. Ja, ja, ich halte mein Maul und lasse dich gehen. Okay, welcome to the heaven of the epical dirt. Jetzt sind wir hier im Himmel. Runter hier. Oh, das war falsch. Wir müssen... Ah ja. Wir müssen hier rauf. Oh Gott, nein! Nochmal und... Hui! Nein! Ah! Nochmal, das ist gerade ein wenig doof. Das war easy. So, oh, was? Ne, der Sprung ist nicht machbar. Der hier schon. Und der Sprung natürlich auch. So, okay, du hast bewiesen, dass du was kannst. Nun darfst du in dein persönliches Traumland. Was wird jetzt wohl kommen? Oh. Ein Jump'n'Run? Suche den Ausgang? Also ein Jump'n'Run ist garantiert... Oh, nein! Ein Jump'n'Run ist garantiert nicht meine Lieblingsmap, wo ich jetzt, oder der Lieblingsort, wo ich jetzt sein würde. Aber egal, ich springe hier einfach durch, so schnell ich nur irgendwie kann. Ich möchte ja schließlich zum Ausgang. Boah, ich freue mich schon auf das Quiz, das am Anfang angekündigt wurde. Da kommt, ah ja, ist das schon ein Quiz? Nee, Entschuldigung für die falsche Map. Aber das war's, jetzt kommt die richtige Map. This is the epical and very holy curry sausage. PS, das heißt Currywurst. Oh, lecker. Das ist eine Currywurst? Ja, wo ist denn die Soße? Geheimer Eingang. Heute studieren wir eine Currywurst. Wie viele Enden hat eine Currywurst? Ein oder zwei? Alles hat eine Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Es ist vorbei. Currywurst-Quiz Nummer 1. Sie ist nur wirklich... Oh Mann. Sie ist nur wirklich echt, wenn sie aus... Punkt, Punkt, Punkt besteht. PS, bei einer falschen Antwort wirst du zu deinem Checkpoint tippet. Brü oder Bratwurst? Nur aus Bratwurst. Was ist denn Brü?
Ich glaube, das hat er. Weil das Wort kenne ich nicht, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Richtig. Als ob er auf so ein Wort kommen würde, sich das irgendwo herzieht. Deswegen, das war schon zu offensichtlich. Frage 2. An der Soße darf keinesfalls Curry, Tomatenmark fehlen, natürlich. Richtig. Frage 3. Seit wann gibt es den elektrischen Currywurstschneider? Seit 1968? Seit 1988, schätze ich mal. Jawohl. Nein! Das war falsch! So lange, seit 1968 gibt es einfach schon einen elektrischen Currywurstschneider. Seit 1968? Das glaube ich nicht. Echt jetzt? Damals hat man sich so schon solche, in Anführungszeichen, unnötigen Dinge gedacht. Was, seit 1968? Oha. Hiermit hast du das Quiz abgeschlossen. Okay, habe ich leider nicht alle geschafft, aber dafür habe ich die Karte geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat mir wirklich richtig gut gefallen, die Karte. Gut. Dann geht's mal wieder hier zurück. Ich würde aber sagen, weil ich gerade am Vorproduzieren bin, heute belassen wir es mal bei einem etwas kürzeren Video. Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Video. Und ja, ich hoffe mal, ich konnte euch hiermit auch etwas über die Currywurst beibringen. Und verabschiede mich jetzt und sage haut rein. Tschö mit Ö.